Hallo Leute und herzlich willkommen zur Bottle Opener Challenge. Ein Bottle Opener, ein klassischer, das ist so ein Stück Eisen, das schraubt man an die Wand. Und dann kann man schön seine Flasche dran öffnen. Aber das war mir natürlich viel zu einfach. Deswegen habe ich für die Challenge mir was einfallen lassen. Kreativität war hier gefragt. Ich habe mir eine Bottle Opener Station gebaut, wenn ihr so wollt. Und zwar ist hier unten der Flaschenöffner und hier oben ist eine kleine Kasse. Wenn man jetzt zum Beispiel an der Werkstatt ist mit mehreren Mitarbeitern, da kann dann jeder, der sich eine Flasche aus dem Kühlschrank geholt hat und hier öffnet, zum Beispiel 50 Cent nehmen, da reinwerfen und wenn die Getränke leer sind, nimmt man das Geld aus der Kasse. Und geht neue Getränke kaufen. So, und wie ich das Teil gebaut habe, das könnt ihr euch jetzt ansehen. Ihr wisst genau, kein Bier vor 4, aber wir haben gerade 16.26 Uhr. Und ich wollte euch mal zeigen, wie das funktioniert hier. Na toll. Prost. Für dieses Sun-Projekt nutze ich meine beiden Lieblingsmaschinen. Das ist zum einen die Racket Power BS300E. Bandsäge, meine Standbohrmaschine PBD40 von Bosch. So, nachdem ich mein Material zugeschnitten habe, geht es schon ans Verleimen. Das hier gibt der Korpus der Kasse. Mit meinem Ponal Expresskleber ist das Teil ruckzuck trocken und dann geht es schon los mit dem Ausschneiden. Dafür benutze ich ein Carbonstahl-Kombiband, 6 mm stark, Zahntyp 6Z, das bedeutet 6 Zähne pro Zoll. So, hier schneide ich jetzt den Rückendeckel der Kasse ab und es gibt eigentlich eine typische Bandsägebox. Allerdings bohre ich hier die Schublade mit meiner Standbohrmaschine aus, weil ich das mit der Bandsäge wahrscheinlich nie so rund hinbekommen würde. Nachdem ich den Kern ausgebohrt habe, geht es erst ans Schleifen. Da ich keine super duper Schleifmaschine habe, habe ich mir einen Spindelschleifer Tablet gebaut und in die Bohrmaschine eingespannt. Das funktioniert auch sehr gut. So, nachdem die Schublade ausgebohrt ist, kann ich den Rückendeckel der Kasse wieder aufleimen und dann geht es wieder ans Schleifen. So, meine Schublade, die baue ich wie eine ganz normale Bandsägebox.
Es wird die Vorderseite und die Innenseite abgeschnitten mit der Bandsäge. Und dann wird die eigentliche Schublade ausgehöhlt, so damit genug Platz für Geld ist. Danach werden die Vorderseite und die Hinterseite wieder aufgeklebt und das Teil ist eigentlich schon ziemlich fertig. So, damit mein Brett hinterher nicht aussieht wie ein stinknormales Brett, bohre ich hier ein 100er Loch rein, dass dann später die Kasse eingesetzt wird. Das sieht dann ziemlich schick aus. Nach dem Lackieren brauche ich alles nur noch zusammenschrauben, meine Aufkleber drauf und fertig. Ich bin eigentlich ziemlich happy mit dem Ergebnis und ich hoffe, es gefällt euch auch. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und wenn ihr zum ersten Mal hier seid, abonniert doch einfach meinen Kanal. Abonnieren bei YouTube ist kostenlos. So, tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer AOK. Ihr wisst genau, kein Bier vor 4, aber wir haben 16:20 Uhr.